Moin, willkommen zu den Herausforderungsportal Nummer 248 auf dem europäischen Server. Diesmal Baba. Das sieht aus, wie heißt es noch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, das Rekurs. Das wurde ja überarbeitet auf dem PTR. Hier alle 6 Teile an. Soll heißen, wir machen mit dem wütenden Ansturm. Ich konnte das nie spielen, vorweg schon. Ich konnte das nie spielen. Mit dem wütenden Ansturm erhöht den Schaden des nächsten wutverbrauchenden Angriffs um 5500%. Dieser Effekt ist stapelbar. So, okay, also Ansturm und dann Hammer der Urahn oder was? Na gut, also 6 Teile. Dann haben wir hier den Monsterjäger mit der Essenz der Qual, Stufe 3, sehr gut. Dann haben wir hier den Verhängnisbringer, auch in Uralt. Da haben wir eine Zurückhaltung, leider nicht den Fokus dazu. Einen Zwölfer, Verderben der Geschlagenen. Eine Zusammenkunft der Elemente mit einem Teguk drin, wenigstens 25. Das ist schon mal gut. Und wir haben hier Halikons Aufstieg. Auch ein 25er Verderben der Gefangenen. Immerhin. Dazu hier noch Aufstampfzeug in Erdrutsch. Dann haben wir hier noch den Schreckenseisen. Und die Mortix natürlich. Ich denke immer noch, dass Mortix immer noch, weiß ich nicht, aber immer noch sehr gut ist. So, dann im Cube haben wir das Richtspruchs. Hammer der Urahn, 800% mehr Schaden. Dann haben wir hier Angriffsgeschwindigkeit von Hammer des Urahn. Und wir haben hier noch Abklingzeiten von Obsidian. Okay, gehen wir mal rein. Also chargen und dann Hammer der Urahn. Mal gucken, ob das funktioniert. Genau. Rechts haben wir Aufstampfen noch. Das heißt, wir können die noch betäuben. Dann haben wir hier den Hammer der Uran. Das ist der Wutverbraucher. Das erzeugt Wut. Dann haben wir hier natürlich Zorn des Berserkers, ein schreitender Riese. Dann haben wir hier noch Ruf der Uran. Kommen die ganzen Uran noch. Dann haben wir hier den Ansturm. Das ist er. Und wir haben hier Schmerz unterdrücken. Ja gut, okay. Also, das sind alles hier Buffs quasi. Und wir haben dann wirklich nur den Ansturm und den Erzeuger plus den Verbraucher. Na gut. Als Passiv haben wir noch die Berserkerwut. Das ist gut, dass die Wut nicht verfällt. Da habe ich immer Probleme mit. Gnadenlos. Mehr Schaden. Tobsucht. Und wir haben hier Gabe des Bulkatos. Nochmal Abklingzeitenreduzierung. Wir sind Paragon 764. Kein Begleiter. Paragon verteilt. Ja, kann man so machen. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Es ist ein 55er. Kanalisieren. Und da ist kein Schrein, also kein Pylon, besser gesagt. Also, Wut ist kein Problem. Auch da ist ein Schrein, das ist Machtschrein. Ups, mal gucken, ob es hier weitergeht oder nicht.
Na komm. Na, doch noch eine Ebene. Ja, dreimal chargen geht halt nur. Das hätte man auch in dem letzten Map noch machen können. Ja, okay. Das ging dann doch schneller als erwartet. 2,37. Top 3 hinter Undertaker. Okay. Und der war nochmal 50 Sekunden schneller. Also, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ne, also, das Wichtige ist wirklich hier durchchargen. Ab und zu kann man das mal drücken, aber braucht man eigentlich alles gar nicht. Und dann zwischendurch immer nur den draufhauen. Also, Zähigkeit, okay, ab und zu mal war es ein bisschen haarig, aber ansonsten nur durchchargen und dann die Elite weghämmern. Mehr ist das nicht. Ne? Wut hat man genug, hat man gesehen. Ne? Gut, also, bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.